Sanfte Bausteingeräusche klingen an mein Ohr und damit herzlich willkommen hier auf The Diary am 22.05.2015. Genau. Das ist schon der zweite Take, weil mein Autofokus ein bisschen rumgespastet hat und es ein bisschen unscharf wurde. Egal. Nichtsdestotrotz war mein Tag voller Ereignisse. Angefangen hat es damit, dass ich die Freundin von meinem Bruder vom Bahnhof abholen musste. Das war heute Morgen um 0 Uhr. Und da habe ich wohl das Standlicht angelassen vom Auto. Und dann ist mir die Batterie halber leer gesoffen. Mein Vater fand es nicht so cool. Und so, Batterie fast leer, anschalten. Und aber hat alles funktioniert. Sehr schön. Und das Auto ist gefahren. Yay. Ich setze mich mal ein bisschen tiefer. Ansonsten, ja, danach ist mir noch die Xbox verreckt. Was heißt hier verreckt? Sie hat gemeint, heute Morgen in aller Herrgottsfrühe, was heißt hier aller Herrgottsfrühe? Mein Bruder hat sie halt, weil sie oben stehen, hat sie angeschaltet und dann hat sie halt mal den Red Ring of Death gedroppt, was wieder heißt, dass ich eine kleine Investition für die Reparatur einer Xbox 360 ausgeben darf. Ich sitze ja auf meinem Geld von meinem... Hab ja mal im Lotto gewonnen. Nein! Und... ja. Ärgerlich, aber da muss man durch, wa? Und ja. Red Ring of Death heißt im Prinzip neue Kühlerpaste und neue Kühlpads und dann passt das. Und ja, danach ging es in die Schule. Nach 3 Stunden frei bin ich dann endlich um 4 Uhr nach Hause gekommen. Und Gott, die letzten 2 Stunden waren so bescheuert, ey. Mein Chemielehrer ist komplett abgedreht und hat gesagt, Simon, was schätzt man das hin? Warum? Weil du die ganze Zeit redest. Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, geh da hinten hin. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich hatte keinen Bock auf hysterische Lehrkräfte und deshalb habe ich gesagt, fuck that, gehe ich eben dahin. Musste ich die 1,5 Stunden eben alleine sitzen, aber kommt halt mal vor. Ja, aus der Schule daheim sitze ich jetzt hier vor meinen beiden PCs und bin nicht untätig, meine werten Damen und Daminen. Weil ich schneide Video. Ja, ich bin gerade dabei, den neuen Z-Log zu schneiden, der eigentlich hätte gestern rauskommen sollen, aber ein bisschen länger gedauert hat, weil ich extrem kacke Schule hatte und deshalb keine Zeit hatte zum Cutten und ich wollte keine Nachtschicht einschieben und deshalb wird er jetzt erst höchstwahrscheinlich für Samstag oder Sonntag fertig. Sonntag eher, wenn ich mit den Audioeffekten nicht ganz zurande komme, wie ich das gerne möchte, aber ich schaue, dass das Ganze klappt. Bis morgen. Des Weiteren werde ich höchstwahrscheinlich gleich weggehen, weil mein Kumpel noch seinen Mofa abholen muss. Und ich hoffe, ich bin davor noch imstande, das Video zu rendern zumindest. Zum Upload wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen. Ich weiß es aber nicht. Und ja, dann wird das gemacht, weil er hat seinen Schlüssel liegen lassen. Und das heißt wieder ein bisschen Driving Time. Ich brauche eben ein bisschen mehr Praxis, weil ich demnächst nach Geiseln fahre und das sind 3 Stunden von hier und Himmel, ich hoffe, ich überlebe das. Und ja, ich kann froh sein, dass ich die Zeitungsfuhren nicht übernehmen muss, weil mein Bruder hat sich ja herzallerliebst dazu erwärmt, hat gesagt, jo, mach ich. Dankeschön, an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich würde gerne jetzt noch etwas aus dem Z-Log zeigen. Aber dafür müsste ich jetzt das Projekt öffnen und ich habe jetzt schon den Diary Entry fertig, eigentlich gehabt, weil zweiter Take, aber der erste Take war ja unscharf und deshalb habe ich schon alles fertig. Es fehlt jetzt bloß noch die Videodatei, die hier rein muss und damit die Videodatei da rein kann, würde ich sagen, das war's wieder mal mit The Diary für heute und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin, hallo und steif und tschüss. Ich könnte jetzt wieder aus dem Bild fallen wie beim letzten Mal, aber das hat so weh getan. Deshalb verkrümmel ich mich jetzt nach unten.